Willkommen bei Pokémon Gelb. Diesmal, ich habe den Sound jetzt ein bisschen leiser gemacht. Also den Musiksound, jetzt müsst ihr mich besser hören können. Was steht heute auf dem Programm? Kraftwerk. Wir fangen Zapdos. Aber zuvor jetzt machen, holen wir uns erst einmal ein paar mehr... Ja, holen wir uns mehr Bälle. Weil wir gerade mal 20 läppische Superbälle haben. Erst muss ich schauen, wie viel Geld haben wir eigentlich. 100.000, okay. Aber kaufen wir stattdessen Superbälle statt Hyperbälle. Weil wir brauchen noch ein bisschen Geld für... Weil es sind noch jede Menge Trainer vor uns, also können wir ruhig Hyperbälle holen. Holen wir uns mal 50 Hyperbälle. Dafür müssen wir, glaube ich, nach Roxane City. So, stecken wir gleich das Fahrrad. Fahrrad, wo ist das? Hier. Ich habe doch mal die Position verändert, oder? Das Fahrrad kommt an erster Stelle. Zack. Und dann tauschen wir die Bogenflöte. Okay, so passt. Ja, draußen da tun gerade welche Böller loslassen bei mir. Naja. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich hätte gerne 50 wollte man holen, ne? So, 50 müssten reichen fürs erste. Okay, dann fahren wir jetzt. Ja, was heißt wir fahren? Wir fliegen zum Kraftwerk. Dafür müssen wir erst nach Azuga City. Habe ich immer gemacht, den Sound, wenn man fliegt als Kind. Und... Hallöchen! Rot steigt aufs Fahrrad, in Klammern mal wieder. Ich sollte mal Tour de France mitmachen, so viel Fahrrad wieder fährt. Zack! Jetzt geht's hier nach oben, nach links, nach rechts, ja, kann jetzt nicht so viel sagen, also Zapdos ist legendär, ist vom Typ her, Flug und Elektro, und kann gute Attacken. So. Hat ein hohes Level. Okay, hier sind wir jetzt im Kraftwerk. Und wir werden gleich angegriffen von einem Elektro-Pokémon. Magnetilo. Ja, wir können... Wobei... Ja, komm. Ratschen wir erstmal durch. Also, nicht durchratschen, sondern im... Ja, machen wir erstmal einen Durchlauf, indem wir die Items und so einsammeln. Wo wir auch gleichzeitig ein bisschen drin... Nieren. Scheiße. Ich dachte, wir haben schon... Okay, ich werde es schneiden und dann lage ich ein paar Items ab. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Ich habe jetzt die Items gelagert. Allerdings ist unsere Box jetzt randvoll und wir können nichts mehr in die Box reinlagern. Rot findet Carbon, das heißt, wir müssen mal ein paar Items verkaufen. Ja. Weil die Lagerkapazität ist nicht unendlich in dieser Generation. Okay, Giftpuder. Ja, Ultraschall, schreck mich nicht ab. Ego Samen. Ja, Superschall, nix Superschall, du verwirrst mein Pokémon nicht. Alter, die Bälle, Männer da draußen oder was auch immer, sind für Leute, die gegen mich vielleicht auf, in jeder Minute, bam, bam, bam. Und das am, ja okay, es ist Montag. Gut,
dann machen wir eben Rankenhieb, weil wir AP sparen wollen. Gut, und weiter geht's. Also ihr seht, das Kraftwerk ist schon ein riesiges Gebäude, da werden wir auch einige Zeit da drin festhängen. Rolltoball. Haben wir aber, glaube ich, schon. Das haben wir ja gefangen, um Blitz, ein Blitz-Pokémon zu haben. Und Volltreffer, wie immer, ja. Gutes Training eigentlich. Ein Trainer! Nein, doch nicht! Ein Pokémon! Ein Volteball! Level 40, oh! Gut, Rasierblatt. So, zerschneiden wir dich mal! Einfach mal so, zack! Volltreffer. Sternschauer. Schreck mich nicht ab. Ja, wir hätten vielleicht noch einen Ball schmeißen können, aber gut. Und wieder Floor levelt auf. Also ihr seht, hier sind auch manchmal so Fake-Items, die Voltobälle sind, also ja. Hier zum Beispiel nochmal, das ist kein Item, sondern ein Voltoball wieder. Hallo, Volteball! Ähnelt auch Neumalsenfroh in der dritten Generation, in der Höhenregion. Da ist auch sowas, also da gibt es auch so Voltebälle, die sich auch als Items tarnen. Ja gut, schmeißen wir einfach mal einen Ball, wir haben ja nichts zu verlieren. Und yes! Scheiße, wir haben ja schon eins. Fail. Dieses Pokémon tarnt sich gerne als Pokéball. In die Ecke gedrängt, zerstört es sich selbst. Okay, dann haben wir eben zwei Votobälle. War früher eh mein Lieblings-Pokémon. Und hier ist noch eins. Ja, Votoball war früher mein Lieblings-Pokémon. Die Zunge nicht erfahren, heutzutage habe ich ein neues Lieblings-Pokémon. Und das ist, Chillabell aus der fünften Generation, weil ich da voll einen Shiny hab. Volltreffer. Schmeißen wir einen Ball. Nee, Spaß. So, Rankenhieb. Und noch ein Pokémon. Wieder ein Voltoball. Bell. Rasierblatt. Zack, zack. Gut, hier müssen wir. Das müsste Blitz sein. Quatsch, die TM Donner. Jetzt yep, Donner bringen ja Pikachu nicht bei, weil Pikachu Donner von selbst lernt. Bzzzt. Der wollte Ball. Lauter Bälle. Bälle, 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 ich werde Bälle, Bälle, Finale, Finale. Und Bisaflow ist down. Was Volltreffer? Na, fuck. Und keine Erfahrungspunkte für uns. Toll. Pikachu ist, naja, nicht gerade klug, Pikachu draußen zu lassen. Deswegen lasse ich Relaxo mal an Position 2. Und Skype, Quatsch. Nicht Skype, sondern Steam ist einer bei mir umgegangen. Einer meiner Friends. In dem Fall ist es Balzor. Das ist der, wo vor zwei Parts, glaube ich, hier war. Also mein Bruder. Und Body Slam! Ich will Body Slam!
Wer ist kein Relaxo trainieren? Rot für eine TM33. Was ist das? Weiß ich gar nicht. Donnerwelle? Ne, Donnerwelle haben wir schon. Reflektor. Naja, Reflektor ist nicht sogar gerade eine gute TM. Such dir einen Slimehawk im Kraftwerk. Naja, egal. Wir müssen X-Treffer mal wieder kaufen. Pull! Oh, fuck. Jetzt hör auf mit deinem Komprimator. Pull! Ach, oh, komm. Ich finde es so geil. Oh, man. Jetzt aber... Oh. Jetzt ist aber gut. Jetzt trifft doch mal. Nein. Keine Giftwolke, bitte. Naja, wir können Relax heilen. Alter, die böllern da immer noch draußen rum. Body Slam! So, dann schmeißen wir einfach mal den Ball, weil Relax... Quatsch. Slimehawk haben wir noch nicht. Ich glaube nicht, dass es ihn fangen wird. Ja, habe ich mir gedacht. Aber wir sollten ja nicht zu viele verschwenden, wir brauchen dann welche für Zapdos. Stärke! Oh, fuck. Da war Body Slam! Bam! Body Slam! Ah, fuck! Was? Body Slam wird blockiert. Relaxo setzt Body Slam. Nee, Quatsch, so war es gerade. Slimehawk setzt Aussätze ein. Body Slam wird blockiert. Body Slam ist nicht mehr blockiert. Relaxo setzt Body Slam ein. Attacke gegen daneben. Oh mein Gott. Ja, scheiße, ist da Erholung blockiert. Nein, Relaxo! Nein! Ja! Nein! Es ist doch nur ein Slimehawk, jetzt stell ihn nicht so an. Und du bist viel größer als dieses Slimehawk. Ach man, ich hasse Komprimator. Deswegen habe ich mir auch immer X-Treffer gekauft. Rot spielt die Pokéflöte. Langweile mich nicht. Jetzt aber Body Slam! Jetzt aber Body Slam! Was ist das? Ein Volteball? Natürlich. Hätten wir uns ja denken können. Jetzt aber... Oh, er begeht Selbstmord, wie langweilig. Er streicht sich ja nicht einmal an. Ja, leichtes Spiel für uns. Ich hätte nie gedacht, dass unsere Relaxo im Kraftwerk vergiftet wird. Ich dachte eher Paralyse ist hier das Problem, aber... Naja. Gut, dann eben... Gut, ich glaube, die zwei Ebenen hätten wir. Was ist hier diesmal? Magnetilo. Beep, beep. Muss Feind eliminieren. Aber nicht mit Body Slam! Bam, Body Slam! Was hat er... was hat er jetzt, ja? Was hat das Spiel jetzt für uns zu bieten? Ein Magneton? Aber egal! Boah! Fuck! Relaxo hat zum Glück viele KW, das wird nicht zu viel abziehen. Body Slam! Na geil, jetzt schmeißen wir einfach mal einen Ball. Hyperball! Ja? 2, 3, 4 und das Pokémon gehört mir. Dieses Pokémon erzeugt seltsame Radiowellen und kann die Lufttemperatur geringfügig anheben. 1 Meter groß, nicht schlecht. Aber Relax ist vergiftet. Magnetilo. Ja, heilen wir unsere Relax mal.
Vogelschütte! Alle schlafenden Pokémon sind aufgewacht. Jetzt aber. Boah! Er ist schneller! Aber nichts gegen mein Vogelschlamm! Hier waren wir schon, genau. Hier oben waren wir noch nicht. Mann, hier tauchen aber viele Pokémon auf einmal auf. Aber trotzdem werde ich hier keinen Schutz verwenden. Schutz ist was für Weicheier. Body Slam! Und die ist mir schneller als Magnetilo. Was ist diesmal? Es ist ein Magnetilo, oder? Ne, warte mal. Das Pikachus tauchen ja gar nicht auf, ne? Weil es ja die gelbe ist, da gibt's hier keine Pikachus. Boring. Duty Calls, boring, werde ich übrigens Mini-Let's playen. So, hier waren wir noch nicht. Hier in diesem Area. Und was ist es diesmal? Slimer. Als ob hier Slimers was mit Elektrizität zu tun hätten. Body Slam! Oh, ja, okay, ich schmeiß meinen Ball. Einen Superball allerdings. 1, 2, 3, 4. Und das Pokémon gehört mir. Slimers Körper besteht aus Industrieabfällen. Wo dieses Pokémon hintritt, wächst kein Gras mehr. Und hier ist noch ein Ball oder Voltoball. Je nachdem, wir werden es sehen. So, hier ist ein Magnetilo. Das ist natürlich ein, da fällt mir keiner ein, dazu ein Haar. Ja, unser elektrisches Muskelpaket. Es ist ein Voltoball, oder? Ja, Voltoball. Was soll es sonst sein? Ein Elektroball? Ich glaube, das habe ich gespoilert, aber egal. Volltreffer. Er macht nichts, wir haben immer Erholung. Unser Relax ist unverwundbar. Noch ein Voltoball. Ui! Was haben wir denn hier? Ein Elektroball! Scheiße, mein Spoiler war echt ein bisschen übertrieben. Daneben, zieh an, Headbutt! Headbutt! Bam! Die Attacke ist, hat keine AP mehr. Aber ich habe Angst, dass er Elektroball Finale einsetzt, deswegen kommt jetzt eine Erholung. Weil ich nicht will, dass Relaxo jetzt flöten geht. Flöten geht, was, wenn wir schon darüber reden, Rot spielt die Pokéflöte. Das zieht im Relaxo nur 20 ab von 160, 180, naja. Dann jetzt noch Kopfnuss! Und tot und jede Menge EP. Relaxo erreicht Level 40. Gut, ist hier ein verstecktes Item. Ja, ist sogar eins, hätte ich nicht gedacht. Na gut, dieser Bereich wird schon Sinn haben. Slimer! Eigentlich würde ich in dem paar Zapdos fangen, aber ich glaube, so weit kommen wir nicht mehr. Dann werde ich Zapdos vielleicht doch erst morgen fangen. Stärke! Geh mal aus diesem... Ah, ich wollte schon wieder zum Singen anfangen. Ich muss damit aufhören, sonst endlich wie Justin Bieber.
was war das? Slimer. Kopfnuss! Zitzan-Style! Hey, vielleicht soll ich meinem Pokémon doch Spitznamen geben, dann nenne ich den Relaxo Zidan. Lass Kopfnuss für immer drin. Und dann, so wenn wir in der Liga sind, hittet jetzt alle Pokémon mit einem Kopfnuss. Wie dieses Voltoball jetzt gleich feststellen wird. Es ist das Kopfnuss! Nicht zu unterschätzen. Ja, wir hätten es fangen können, aber wir haben es schon zweimal. Stärke! Ah, zwei Schritte und ein neuer Kampf. Geil. Gut, daneben Stärke nochmal. Verdammt, Donnerschock. Egal, Relaxos physische Verteidigung ist hoch. Ne, Spezialverteidigung ist hoch. Und tschüss. Gut, hier ist ein Sonderbonbon. Wo ist Pikachu hin? Nein, Pikachu. Also langsam gehen mir die Pokémon echt auf die Nerven. Naja, wir kriegen Erfahrungspunkte. Wenn ihr bei World of Warcraft auch bei jedem Kampf fließt, dann levelt ihr auch, erreicht ihr auch nicht irgendwann Level 100, ne? Gut, ist hier ein verstecktes Item? Ne, hier ist nichts. Hier ist noch was, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist ein Top-Elixier. Ein Voltoball, ja. Mangel-Kilo-Ball wieder. Ach, jetzt fliehe ich einmal, weil ich jetzt habe. Jetzt habe ich keine Lust dafür. Darauf. Carpet los, ja. Wir haben vorhin noch ein Carbon gesammelt. Verändern die das ganze Zeug einfach mal. Carbon, das hat die niedrigsten KP, Pikachu. Achso, das war. Ach, ich habe KP Plus gerade gedacht. Naja. Gut, eben Pikachu kriegt das KP Plus. Und ja, das müsste das erste erreichen. Okay. Und noch ein Magnetilo. Oh, zum Glück ging Superschall daneben, weil sonst wär der Kampf mir echt auf die Nerven gegangen. Na Pikachu, scheiße, ich wollte es gerade ansprechen. Wer hat mich beim Ansprechen unterbrochen? Du, Slimer. Halt dich aus fremde Angelegenheiten heraus. Stärke! So, jetzt aber. Oh mein Gott, Pikachu ist offiziell schwul geworden. Und hier ist noch ein Item. Oh, was ist das? Elektroball. Es ist ein Elektroball, das weiß ich. Level 43. Naja, okay, dann kommt jetzt stärker. Verdammt. Oh, ist unser Relax so stark. Okay. Was hätten wir? Und noch ein wildes Pokémon, oh Gott. Gott bewahre. Ein Magnetilo. Kopfnuss. Und was ist es? Was ist es? Was ist es? Voltoball. Ich bin ganz schön
mutig. Ich setze da eine Kampfattacke ein, obwohl ich weiß, dass er das langsamer ist und dass das Volt Ball jederzeit Finale einsetzen könnte. Aber gut. Und hier ist Zapdos, aber wir kämpfen erst im nächsten Part gegen ihn. So, Stärke. Außerdem müssen wir unsere Pokémon noch heilen, deswegen gehe ich gleich raus. So, gehen wir jetzt ins Pokécenter. Dann gehen wir nochmal ins Kraftwerk rein und sprechen Zapdos an und dann mache ich meinen Save State und dann, ja, geht's weiter. Im nächsten Part. Ich glaube, das ist dann Part... Warte, was ist das? Der heutige Part ist Part 28, ne? Dann geht's Part 29 dann weiter. Willkommen im Pokémon Center, ja, ihr Schnauze. So, was machen die restlichen 3,5 Minuten? Ja, wir können unsere Items ein bisschen verwalten. Gut, ich schalte den PC an. Ablegen. Das legen wir ab. Die TMs auf jeden Fall. Seht ihr, die Lagerkapazität ist erschöpft. Nehmen wir mal das mit. Was wir verkaufen können zum Beispiel. Gegengift zum Beispiel. Das ist nutzlos. Momentan. Fluchtseil. Das Nugget nehmen wir mit. Scheiße, die Karte habe ich jetzt aus Versehen mitgenommen. Ja, Top-Trank und Top-Beleber nehmen wir mal mit. Legen wir ab. Auf jeden Fall die TMs. Scheiße, die habe ich jetzt versehen nicht abgelegt. Gut, dann nehme ich es einfach mal wieder mit. Jetzt öffne Slipscope. Hier. Pokéflöte. Gut, dann verkaufen wir jetzt die paar Items. Wie viele Pokémon haben wir gefangen? 29. Das heißt, ich brauche noch ein Pokémon für den Detektor. Dann fliegen wir eben mal zu einem Markt und verkaufen die ganzen Items. Wo ist Glurak? Hier. Und dann mache ich einen Cut. Also, ja. Und dann seht ihr mich im nächsten Part vor Zapdos wieder. Ich bin zu faul, diese paar hundert Meter zu latschen. Okay, verkaufen wir. Was verkaufen wir? Natürlich Beleber. Klar, ist klar, ist klar. Hypertrank. Supertrank. Hey, wir haben Top-Elixier, sehr schön. Gegengift. Nugget muss weg. Top-Tragen, weg damit. Fluchtseil. Der Top-Beleber ist selten, den verkaufen wir noch nicht. Gut, das müsste dann... Ah, warte, wir wollten noch X-Treffer kaufen, genau. Verkaufst du X-Treffer? Nein, verkauft er nicht. Dann fliegen wir schnell nach Dukatia City. Oder, ja, Prismania City heißt die Stadt, Dukatia City ist ja in Johto. Sorry, mein Fehler. Und mein Fahrrad ist wieder nicht an erster Stelle. What the fuck?
Blockflöte kommt dann an der zweiten Stelle. So, dann kommen die Hyperbälle. Ich komm hier hin. Scheiße, was habe ich getan? Naja. So, Sonderbomben. Ja, wir müssen noch Sonderbomben und die Karte ablegen. Also hier passiert nichts mehr, ist nur noch alles Itemverwaltung. Karte ablegen. Und Sonderbomben. Okay, das passt. Jetzt bin ich zufrieden. Kaufen wir uns jetzt X-Treffer. Sind die eigentlich X-Treffer? Na, hier steht's immer dran. Nette Items für Trainer. Zuwerfer Trainer. Ich glaube nicht, dass sie hier sind. Videospielshop. Geschenkartikel. Steine. Ja. Gut, ich glaube, dass es hier ist. Drogerie. Kann ich dir behilflich sein? Ja. Ja, yep, hier muss es sein. Allerdings ist es der andere Verkäufer. Also mal so, spaßeshalber. X-Treffer, kaufen wir uns da mal 20 Stück. Okay, das müsste passen. Erstgeschoss. So, dann werde ich jetzt zu Zapdos gehen und dann sehen wir uns im nächsten Part vor Zapdos wieder. Bis dann. Servus.